Dafür liebe ich den Defender, wie du mit dem Ding hier durch so was durchfahren kannst. Ne? Ja. Das ist wirklich geil. Und meine Lampen sind so dunkel, sehen, ne? Die werden jetzt erst wieder heller, die müssen echt putzen, Alter. Noch 100 Meter? Scheiße. Ja. Also wir scheinen da Verbrennungsanlage der Kühe. Noch 50. Ja, hier, top. Wir biegen jetzt links ab. Okay. Jetzt links. Und 0, wa? 0 und wieder 0. 100 Meter, dann links abbiegen. Alles klar, dann machen wir uns weg. Okay, dann danke. Dann machen wir weiter, oder? Ja. Gut, alles klar. Da geradeaus, rechts geradeaus. Ja, warum habe ich jetzt nicht 0 gedrückt, ich Arsch? Ja, 80 Meter, das war schon mal. Ja. Ja. Rechts oder wo? Da steht aber, was steht auf dem Schild? Irgendwo muss hier ein Schild sein. Da. Da ist ein Schild. Da ist ein Schild. Da steht Torgeloer Landstraße. Das ist ein schöner Tunnel hier, finde ich. Ja, das ist nur nicht so Licht für den Schild, aber so wo sehen wir mal. Ich sehe aber kein Plan. Ey, außerdem, ey, kann den Weg spüren, Alter. Ach so, ja. Ich spüre das im Lenkrad. In wie vielen Metern? 400 Meter. Ja. Papa fährt nicht mal. Lustig. Ey, pass auf, so ist mir jetzt egal. Ich fahre dreimal so schnell. Das geil und danach geht der Trittmaster wieder nicht mehr. Oh, wir haben aber schon einige Leute mit der Achse mal aufgesetzt, Stücke. Oh, Alter, hier macht die Karre gerade, was er will. Das ist sowas in Deutschland auch gibt. Ja, ist schön, ne? Ja, ist geil. Ich glaube, wir haben Tim verloren. Bisschen zurückgefallen. Wo sind hier lang auch noch her? Ja, Südtierland ist auch ein Verkehrsschild eigentlich. Kommt drauf an, ob man sagt, Verkehrsschild wert oder nicht. Hier Südtierland, ob das ein Verkehrsschild ist. Also ist auf jeden Fall ein Wegweiser. Ja. Also eigentlich auch Verkehrsschild. Verkehrsschild. 5. Habt ihr das Wildtierland hier mitgezählt? Nee, Wildtierland nicht, Verkehrsschilder. Verkehrsschilder steht doch in dem Verkehrsschilder. Okay, 5. Und das sind die Ortsangabenschilder sind auch. Wir haben hier das Vorfahrt gewähren, da haben wir das Vorfahrt, Vorfahrt gewähren, Vorfahrt, Vorfahrt. Das ist richtig. Also nur Verkehrsschilder. Nur Verkehrsschilder. Ohne Ortsschilder. Ohne Ortsschilder. 5. Okay. Genau. Alles klar. Wo müssen wir lang? Wir müssen jetzt links. Wir sind hier richtig? Gut. Wir fahren jetzt gerade durch so eine Kleingartenkolonie. Jetzt, hm? Ich hab drin.
Reichweite drin, ja? Ja. Das ist gut. Pass auf, ich mach die Augen zu. Das heißt Bremsbelag, also. So, und Kolben und Kerzen. Guck mal bitte hier, was ich in der Hand habe, und dann habe ich da eben große Tür drin. Ja, das ist auseinander. Das ist die Falsche. Einen lassen wir weg, dann gehört zum anderen dazu. Das kann ich nicht, ja, das große kann ich nicht erinnern, was das ist. Der mit der Nadel, mit den Federn, mit dem Ach, wegen Feierabend. Mopedfeierabend, ja stimmt. Das ist das. Also Moped-Vergaser? Ja, genau. Aber oh, das andere, das geht nicht falsch. Ich schreibe einfach mal Vergaser hin. Genau. Wasserwagen. Ich weiß nicht. Also Moped-Vergaser und so, die hast du ja wieder gehabt, oder? Ja, Vergaser und keine Ahnung. Genau, Vergaser und keine Ahnung. So haben wir das alle. Das ist ja so aufgeweicht, das hätte ich ja nicht gedacht, ne? Das ist ganz schön schlottig, ne? Ja. Die deutschen Verhältnisse, wo man sonst akkurat geschottert ist. Ja. Ja, definitiv spektakulär, ne? Oh ja. Und doch, hier ist ein Baum, herrlich. Noch 400 Meter? Schön, so ein Schilfhalm. Martin, ich glaube, du bist nicht geschafft. Danke. Mal reinschreiben, beantworten, Zettel wieder ZM zu mir. Ja. Und dann gemütlich weiterfahren. Okay. Das könnte auch sein, dass das hier der Präsident ist. El Presidente, oder? Y links? War das richtig? Ja. Das ist korrekt. Ja. So, jetzt 1800 Meter links. Genau, und dann direkt anfangen, hey, ihr macht da gerade 40. Nein, nur nicht. Ja. Aber das kennst du doch schon hier, ne? Ja.
eure Ungelenkigkeit. Ja, die drei. Da ist die nächste Dose. Nee, die hier müssen wir noch. Eine Beifahrerdose. Das ist geil, oder? Hanftuning. So, sind unsere rot. Thank you.
Da ist er! Zwischen Sonderprüfung verkackt! Lässig, oder? Ja. Da waren ja keine Fähnchen gesteckt. Ja, du musst ja jetzt hier bloß rüber, irgendwie drehen und dann wieder hoch, oder? Ja. Genau. Halt wirklich mit den Sperren, wa? Ja. Also wurde wirklich so... Genau, der war eben ohne Gas geben, war fast, also Sutsche. Und der Fall hat zum Kommen. Ich möchte jetzt mal zu dir nach vorne gehen.
Der Start schon. Sponsor einer Bierrunde übrig und das ist das Team Matilda. Oh!